Einen wundervollen guten Tag wünsche ich. Herzlich willkommen zurück bei Günni an der Party des Jahrhunderts. Absolut. Ah, nee, James ist auch mit am Start. Ich habe nie was anderes behauptet. Sie meinen aber damit, dass sie nicht so beeindruckend ist. Also, das Zeug wirklich. Was haben wir hier? Hey, was geht hier ab? Benehmen sich alle? Natürlich, Shepard. James erklärt gerade, dass körperliches Training besser ist als Biotik. Mhm. Wirklich? Den Schuh wollen Sie sich anziehen, James? Kommen Sie, Loco. Sie müssen mich dabei unterstützen. Biotik ist stark, aber unberechenbar. Diese ganze Abklingnummer. Ich klinge niemals ab, Großer. Sein Körper kann man verbessern, aber Biotik, die ist, wie sie ist. Er scherzt. Richtig, James. Ich meine, worauf genau wollen Sie hinaus? Okay, okay. Vielleicht meine ich nicht die Konditionierung an sich, sondern die Konditionierung eines gewissen James Vega. Kommen Sie, Ashley. Nicht wahr, Liara? Sehen Sie sich das an. Dieser Kerl braucht nie eine Abklingzeit. Im Gegenteil. Je heißer, desto besser. Oh Mann. Ach, bei der Göttin. Ja, ich bin dann doch lieber bei dem, der, ja. James, das ist hohl. Die Biotik wäre der klare Sieger. Wir reden hier über die Nutzung dunkler Energie. Ja, verstehe schon. Sehen Sie sich um. Diese Diskussion konnten Sie nicht gewinnen. Dummkopf. Ach, schon okay. Mal gewinnt man, mal verliert man. Ashley, könnten Sie mich nicht unterstützen? Nicht ohne eingehendere Untersuchung. Wirklich? Ich denke, das lässt sich machen. Also, dann? Okay. Drinks, Snacks, bedienen Sie sich. Also Ashley geht dann jetzt mit James anscheinend in die Koje. Gut, dann nehme ich Liara halt mit, fertig. Damit hackt, da haben wir auch noch zwei. Müssen wir nur mal kurz gucken. Darf ich Sie etwas fragen? Du kannst mich alles fragen, Edie. Als Sie noch glaubten, ich sei eine einfache VI, da haben Sie Bemerkungen über meine Stimme gemacht. Das höre ich mir auf jeden Fall an. Stimmt irgendwas nicht? Oh, beim Sushi fällt mir jetzt gerade mal auf. Ich habe den Trainer gefragt, warum sie meine Stimme sexuell attraktiv findet. Einmal haben sie gesagt, sie würden gern, ich zitiere, meine Stimme gegen die Wand nageln und mit ihrer Zunge ihr Schlüsselbein ablecken. Okay. Nun, das ist aus dem Zusammenhang gerissen. Ja. Sie sprachen über Quantenverknüpfung und ich wusste nicht, dass sie eine KI sind. Außerdem habe ich nur Spaß gemacht. Mhm. Dazu der Stress wegen der Nachrüstungen und... Wirklich? Mein Diagnoseprogramm sagt, sie seien tatsächlich erregt gewesen. Sie haben ein Diagnoseprogramm? Cerberus hat Ihnen beigebracht, Körpersprache zu analysieren? Verlässlichere Resultate erhalte ich durch die Messung der Pupillenerweiterung und die Temperaturwerte der erogenen Zonen. Ach du meine Güte. Man muss fair bleiben, Trainer. Edie hat tatsächlich das Recht, Aussagen zu hinterfragen. Mich hat einfach interessiert, wie Trainer ein sexuelles Empfinden für etwas entwickeln konnte, das zu dem Zeitpunkt eine körperlose Stimme war. Ihr seid alle furchtbar. Edie, ich entschuldige mich dafür, dass ich gesagt habe, ich würde mich gerne nackt mit ihrer Stimme in Satinbettwäsche wälzen. Oh, ich fand das nicht schlimm. Im Gegenteil, es war schmeichelhaft. Auch der Teil, wo ich ihre Stimme an den Haaren packen und mich ihr an ihrem Rückgrat entlang nach unten arbeiten wollte? Ich erinnere mich nicht daran, dass Sie das gesagt haben, Samantha. Oh, dann habe ich's also nur gedacht. Vergessen Sie's. Ja, auch Joker kriegt jetzt anscheinend Konkurrenz. So, mit Glyph reden. Gut, wir haben uns jetzt mit jeder Gruppe wieder unterhalten. Gucken wir mal, ob wir noch mal ein bisschen mehr Dampf auf den Kessel kriegen oder ob das jetzt dann endgültig war. Jetzt, wo sich alle so ein bisschen näher kommen. Ja? Ihre Gäste scheinen sich zu amüsieren. Was soll ich jetzt tun? Sonst im Moment nicht. Sie nach den Gästen. Ja, komm. Mach die Musik lauter, damit die Leute tanzen können. Sehr gut, Commander. Ich hatte bislang kaum Gelegenheit, meine Hüpf- und Wackelfunktion einzusetzen. Ja, guck mal. Dann lass mal ein bisschen ballern. Die Hüpf- und Wackelanimation austesten. Die tanzen ja richtig gut jetzt gerade. Tanzen in Kriegszeiten ist eine Verschwendung wertvoller Energie. Bei kroganischen Tänzen gibt es viel mehr Kopfnüsse. Und Shepard! Hier findet also die Party statt. Jetzt schon. Schön, Sie zu sehen, Shepard.
Immer gerne. Sie können sich besser unterhalten. Was halten Sie von der Musik? Großartig? Schlecht? Oder was? Nicht so gut wie in Ihrem Zyklus, was, Jamik? Habe ich recht? Nicht mal annähernd. Ich wusste es. Oh, vielleicht können wir später noch Arm drücken. Das wäre der perfekte Abschluss für einen perfekten Abend. Ja, klar. Klar, kein Problem. Wir sehen uns dann vielleicht später. Ich muss pissen. Dann viel Erfolg dabei. Wir können ja noch mal ein bisschen schnacken. Ach, guck mal. Ja, Edi. Bei sozialen Events wie diesem ist es üblich, mit Freunden oder Geliebten zu tanzen. Würdest du mit mir tanzen? Oh. Damit das passiert, muss mehr kommen als eine höfliche Bitte, Edi. Ich habe Aufnahmen, wie du im Schlaf sprichst, die ein höchst unterhaltsames Extranet-Video abgeben würden. Okay, das ist Erpressung. Ich verbuch das mal unter Bug. Keine Ahnung, was das war. Er will also nicht mit dir tanzen, was? Hallo, Shepard. Nein, will er nicht. Aber ich schon. Was hat er? Was denn? Mit bestimmt auch noch einen anderen Piloten, wollte ich nur mal kurz sagen. Jetzt mal im Ernst, tun Sie es nicht. Nun, dann sollten Sie vielleicht mit ihr tanzen. Andere Leute tanzen auch, Jeff. Das sehe ich. Und ich sitze hier und genieße meinen Drink. Komm, Jeff, gib den Ruck. Joker. Nein. Na los. Nein. Im Ernst? Na gut. Ja, guck. Die zwei beiden. Ah, guck mal, hier ist Party am Abgehen. Sie sollten diese Moves öfter vorführen, Trainer. Sie und ich gleichzeitig tanzen? Zu gefährlich. Der Raum. Komm, Günni, bisschen mit abgehen. Jawohl. Kapitän an Deck. Es ist sehr enthusiastisch. Wir sollten das aufnehmen und den Reaper schicken. Entweder laufen sie dann weg, schmelzen zusammen oder verlieben sich. Schön zu sehen, dass manche Dinge sich nie ändern. Also mir gefällt's, Commander. Es ist wichtig, hin und wieder einfach mal loszulassen. Ich danke allen für ihre Loyalität und Unterstützung. Wundervoll. Die Dialoge sind auch alle so cheesy wie möglich, glaube ich. So, wo haben wir denn jetzt? Oben sind wahrscheinlich noch ein paar Leute. Sollen wir nochmal kurz gucken. Ja, da ist immer noch die Diskussion am Laufen. Haben wir jetzt hier noch jemanden? Nee. Dann versuchen wir mal mit den Leuten zu schnacken. Unmöglich. Immer noch am Diskutieren. Unmöglich? Ich könnte das. Ich könnte... Shepard. Was ist los? Ich führe nur einen Beweis durch. James hat jetzt sicher mehr Respekt vor Biotikern. Sind Sie okay, James? Das ist toll. Ich zittere am ganzen Körper. Finden Sie es entspannend? Irgendwie schon. Ja, das ist ein bisschen besoffen, wa? Ich bin froh, dass Sie die Wette verloren haben, James. Wann bin ich dran? Vorsicht, ich brauche morgen früh die gesamte Crew. Okay, Schluss mit dem Spaß. Setzen Sie mich ab. Los, tanzen wir! Es wird getanzt. So, dann machen wir mal ein Gruppenfoto mit allem Mann. Einmal bitte zusammenrücken. Tanzen wird häufig. Hey, an alle, kommen Sie mal kurz hier rüber. Wir wollen zur Erinnerung ein Foto machen. Nehmen Sie auf dem Sofa Platz. Ein ausgezeichneter Vorschlag, Shepard. Gute Idee. Ich will einen Abzug. Platz da!
Los nach hinten. Alle gekommen sind. Auf uns. Bereit, Cliff? Bitte richten Sie Ihre Aufmerksamkeit in diese Richtung. Okay. Alle sagen Normandy. Normandy! Wundervoll. Schön. Ach, wie sich Joker und Edie angucken, ist wundervoll. Träumchen. War das jetzt das große Finale von der Party, ist die Frage. Einmal. Lädst du mit. Oh. Sehen wir nach, ob sonst schon jemand wach ist. Wo dann doch noch ein bisschen feuchtfröhlich für Shepard war. Tiefposten ist erhalten. Teamgeist. Ach, guck mal. Allianzfregatte Normandy. Das hat alles noch ein bisschen gestärkt. Das finde ich gut. Alles schon wach. Günni, du bist der Letzte. Moin. Haben wir letzte Nacht was kaputt gemacht? Dann könnte ich es natürlich kalibrieren. Ja, schon. Vielleicht sollte ich das Wort einfach nicht mehr sagen. Aber nur, wenn Liara mit diesem Ei der Göttin aufhört. Ei der Göttin? Hat jemand Tee gemacht? Ich könnte ein Tässchen vertragen. Okay. Alle so ein bisschen in Katerstimmung. Aber gut. Das ist also das Finale vom Landurlaub wahrscheinlich. Also von daher können sie jetzt alle nochmal verkatert sein, bevor ich sie dann morgen... Denk mal nicht, dass wir heute schon kämpfen werden, aber mal gucken. Oh, da macht jemand Eier. Ich glaube, ich habe mir gestern Nacht irgendwo den Kopf angeschlagen. Moin. Okay, wer will Eier? Liara, Eier? Trainer? Esteban? Eier? Joker? Wo ist der Kerl? Ash, kommen Sie, ich habe Ihnen Eier versprochen. Rex, Kumpel? Eier? Javik, hey! Sie müssen meine Eier probieren. Sonst noch jemand? Garrus, Sie kennen meine Eier. Ja, herrlich. Shepard? Guten Morgen. Moin. Ich brauche ein Plätzchen, um es mir gemütlich zu machen. Ja. Ich sag da jetzt gerade mal nichts zu. Kein Kommentar. Oh, Joker ist komplett am Ende. Schönes Foto, siehst du mal. Die ganze Crew einmal auf einem Bild. Ist länger her, dass ich hartes Zeug getrunken habe. Wurde aber auch Zeit. Hey, Commander. Was für eine Nacht. Okay, Joker ist fertig. Zurück zu Normandy. Damit können wir aufhören, aber dann kommen, reden wir nochmal alle an. Guten Morgen, Shepard. Gut geschlafen? Kann man so sagen. So, Edie, moin. Einige Nachbarn haben sich gestern über den Lärm beschwert. Ich habe ihre Leichen in der Müllverbrennungsanlage des Gebäudes entsorgt. Was? Das war ein Witz. Okay. Ich habe sonst nichts zu berichten, würde aber ein Frühstück empfehlen. Ja, ich danke dir, dass dieser Nachtrag nochmal kommt, nachdem man dich dann nochmal anspricht. Kurz Angst gehabt. So. Wenn sie steckt immerhin in den Körper von einem Killerbot, ne? Also... Gut, wir gehen zurück zu Normandy. Der Landurlaub ist, glaube ich, offiziell vorbei, aber das war jetzt tatsächlich mal ein schöner Urlaub. Und nicht einfach nur hier so vor wegen, ja komm, ich gehe jetzt Angelquest machen und dann jetzt esse ich mit Urlaub. Die Pflicht ruft, was? Sogar mit einem Kater. Es herrscht immer noch Krieg. Außer die Reaper haben auch Landurlaub. Die anderen wohl nicht. Versammeln Sie alle, verteilen Sie Aspirin und bestellen Sie sie zur Normandy. Wird gemacht. Alles klar. Landurlaub ist jetzt offiziell vorbei. Es ist ein bisschen schade. Da sind sie alle. Okay, weiter geht's. Wir hatten zumindest eine Wahnsinnsparty. Vermutlich die letzte. Die letzte, bis sie den Reapern in den Arsch getreten haben. Denn so lautet der Plan.
Hoffen wir es mal, ne? Bin ja gespannt, was wir als nächstes tun müssen. Es war eine gute Zeit. Die beste. Ist das nicht ehrlich? Crew. Dann gucken wir mal, dass wir wenigstens ein gebührendes Ende finden und den Reapern dann wirklich in den Arsch treten, wie dann auch das Ende aussehen möge, aber so viele wie es geht von diesen komischen Arschgeigen nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay, der hat irgendwas gesagt, aber man hat nichts gehört. Wir haben aber keine neuen Nachrichten. Das heißt, wir gucken einmal kurz ins Protokoll. Wir haben diverse Sachen auf der Citadel zu tun tatsächlich, aber ehemalige Cerberus-Wissenschaftler haben sich von Solusen, sind auf der Flucht auf den Arbeitgeber. Retten Sie die Wissenschaftler, bevor sie aufspürt. Das machen wir sehr gerne auf Arae. Ich wollte sagen, wir kämpfen so ein bisschen gegen Cerberus wieder an und holen uns ein paar Wissenschaftler. Das klingt eigentlich gar nicht mal verkehrt. Warum komme ich aus diesem Menü nicht mehr raus? Ich würde sagen, jetzt hänge ich doch schon wieder hier. Völlig egal eigentlich. So, Galaxiekarte. Ich wollte eigentlich woanders hin. Nämlich raus aus diesem Bildschirm. Rein in das Ding. Und dann einmal kurz gucken, was hier so blitzt. Sari-Kolonie untersuchen. Die Wissenschaftler finden, alles klar. Jetzt geht es nämlich langsam mal wieder los mit ein bisschen Action. Das ist mit dem Kater bestimmt richtig geil, sich so wegschießen lassen. So, da sind die ehemaligen Wissenschaftler. Ich scanne mal. Ah. Oha. Freunde. Schießen wir mal ein paar Sonden los. 10.000 Credits. Wofür? Fürs Bergen. Ja, okay. Hier haben wir auch nochmal was. Treibstoff. Nice. Gut, mehr scanne ich jetzt aber auch nicht, weil die Reaper sind ein bisschen streitlustig gerade. Ah, das System wird angeflogen. Dann gucken wir hier noch einmal ganz kurz, ob wir was finden. Nehmen wir nicht. Dann ran an Galix. Mit Wohlprotektorat, Population 54.000, bla bla bla, alles klar. Weiß jetzt alles. So. Dann, um die Wissenschaftler rauszuholen, kommen James und ihr habt euch ja beide die ganze Zeit, wer jetzt besser ist. Das heißt, wir werden uns mal im Praxistest angucken, wie das denn so aussieht. So, den M7 Lancer, den nehmen wir als Waffe mit. Erstaunlich wenig Schaden eigentlich dafür, ne? Ich meine, gut, Kapazität unendlich macht schon Sinn. Ah, gut, ich wollte ja immer das Aufladetempo für die Kräfte. An sich für meinen Charakter egal, jetzt wo ich mal drüber nachdenke. Deswegen nehmen wir einfach mal die Schnipp mit. Shotgun kämpfe ich sowieso jetzt eigentlich nicht so mit, deswegen ist es auch sinnvoll, dass ich die mitgenommen habe. So. Alle noch einmal durchfüttern und dann geht's los. Da kann ich zumindest mal wieder eine Snipp mitnehmen. Wie sieht's aus? Wie lange sitzen die Wissenschaftler hier schon fest? Wir haben kaum Infos. Sir, ich empfange Funkverkehr von Cerberus-Männern, die das Depot angreifen. Die Wissenschaftler angreifen? Und so wie es sich anhört, sind noch weitere Soldaten unterwegs. Setzen Sie uns ab und verschwinden Sie. Ich brauche diese Wissenschaftler lebend. Bin mal gespannt. Auf jeden Fall wieder sehr lebensbejahende Umgebung hier. Wahrscheinlich kommen wir direkt wieder in so ein Kriegsgebiet, wa? Müsste zwar eigentlich die Folge jetzt mal langsam wechseln, aber... Ah, okay. Wir kämpfen schon gegeneinander, die Wissenschaftler. Gegen ehemalige Arbeitgeber. Das ist Jacob! Guck mal, der hat auch keinen Bock mehr auf die.
Das freut mich. Also den will ich auf jeden Fall echt gerne da rausholen. Jetzt haben wir auch eine Motivation. Fürs nächste Mal. Ich baller mich jetzt zwar trotzdem einmal schon mal ein bisschen durch, aber ich sag schon mal vielen lieben Dank. Schon gut. Bleiben Sie einfach in Bewegung. Und sage bis zum nächsten Mal. Diese Leute getan, um so eine Aktion zu rechtfertigen. Und ja, dann werden wir mal gucken, dass wir Jacob rauskriegen und die Wissenschaftler retten können. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gerne das übliche Zeug da lassen. Ich mach mal ein bisschen schneller und wir sehen uns dann morgen. Haut da rein, bis zum nächsten Mal und tschüss.